Gleiche Figur wie Gru. Ich sag immer, der hat mit dem Storch gewettet und die Beine gewonnen. Ist der irgendwie lost, der Typ? Ja, super, ey. Sehr schön viel Verkehr gehabt auf der A61. Noch kurz ein Rennen in Magny-Cours, konnte es dann einrichten. Der schöne Winky. Five minutes in the car and then we go, okay? Okay. They have warm tires, so, but you don't have to push like crazy, yeah? It's set up for the notch like that, so it will feel like garbage. Yeah. I organize water for you. Okay, thank you. So, jetzt ziehen wir mein das kleine Schwarze wieder an. Das kleine Schwarze? Ja. Ist aber ein bisschen groß ausgefallen heute. Das kleine Schwarze ist groß ausgefallen? Ja. Willst du mir jetzt sagen, dass ich fett bin, oder was? Nein. Ich wollte gerade sagen. Du kennst ja diesen weisen Spruch, ne? Wer im Glashaus sitzt, sollte im Keller scheißen, ne? Freund. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, der Sandro, der hat die gleiche Figur wie Gru von den Minions. Weißt du? Für so einen monströsen Oberkörper und unten einfach zwei so, weiß ich nicht. Ich sag immer, der hat mit dem Storch gewettet und die Beine gewonnen. Das könnte hinkommen. Ja. Wie ist denn die Zeitplanung heute? Ja, ist alles ein bisschen wild. Also eigentlich wollten wir kein Warm-up fahren. Jetzt fahren wir aber doch Warm-up. Hatten gerade ein Meeting, haben dann gesagt, okay, fahren doch Warm-up. Einmal für Low Fuel. Was bedeutet für Low Fuel? Heißt, mit ganz wenig Sprit fahren wir jetzt einfach nur mal, um zu gucken, wie lange das dauert, bis der Mucken macht. Wie leer du den fahren kannst? Genau. Okay. Und dafür hat man eigentlich diese jungen Fahrer für solche Sachen. Aber die jungen Fahrer, die sind manchmal ein bisschen durcheinander. Und jetzt ist der irgendwie lost, der Typ. Keiner weiß, wo er ist. Also muss ich das jetzt mal schnell machen. Und der andere junge Fahrer, der ist noch testen in Magny-Cours, der kommt erst heute Abend. Also alles wild. Aber es war natürlich auch alles eine ganz kurzfristige Geschichte. Ah, der Roger macht übrigens, Dankeschön. Bitte schön. Roger macht übrigens auch das Auto. Also ist der gleiche Ingenieur wie im Porsche Carrera Cup. Schön für dich, oder? Das ist richtig geil, weil es ist immer schwierig, einen Ingenieur zu finden, mit dem man gut klarkommt. Das funktioniert aber sehr gut. Und Ernst ist natürlich auch am Start. Du schon wieder, hi. Wie schon wieder, verfolgst mich ja. Ja, Vincenzo, ne? Da ist auch am Start, den kennt er ja schon. Das ist der schnelle Schuh aus Dubai, mein Freund, das ist der Startschuh. Das ist das längste Kabel, was ich je gesehen habe. Ja, ich weiß auch nicht, wieso das so lang ist. Ich weiß nicht, woran die sich andere brauchten ja keine Schuhe in Dubai. Stimmt. Andere hatten einfach den ganzen Tag Sandalen an. Birkenstocks. Oder Tanzschuhe. Oder Tanzschuhe. Auch sehr beliebt. Where I take it and you know I do it well. When I come through, better show up with spec. I ain't want nothing but that motherfucking check. You can catch me at your door, you can catch me in your home. Oh, you're running late, just send the address to my phone. Copy, paste and go. Baby, don't be playing with me. Irgendeiner von uns muss ich echt den Helm markieren lassen. Wie so ein Mofa-Fahrer. Ja, das ist, wir sind... Neue Design wird ballern, Junge. Wie war's? Haben hier unsere Leute hier richtig geile Sachen rausgehauen. Aber das ist halt alles nicht mal eben gemacht. Ja, auf jeden Fall schnell. Ja, drei Runden halt, ne? Ah, nur GP. Ja, nur GP, drei Runden, eben gucken, ob alles funktioniert. Es ist schon schön, wieder ein richtiges Auto zu fahren, muss ich sagen. Also nicht, weil es ein Audi ist, sondern so ein GT3-Auto ist... Das ist halt schon echt eine andere Baustelle, ne? Also alleine, wie du da drin sitzt und so weiter, das ist schon schön. Aber was mache ich eigentlich mit meinen Haaren? Also entweder muss ich jetzt eine Haartransplantation machen oder alles abrasieren. Also ich würde Türkei vorschlagen. Meinst du? Ja. Schön Türkei-Urlaub. Ich glaube, du mit Glatze ist etwas ungewohnt. Ja, dafür habe ich auch zu große Ohren. Ja? Ja, stell mal auf, die sehen aus ohne Haare. Also ist halt so schon scheiße und dann noch keine Haare, ist halt doppelt scheiße. Tim Heinemann hier übrigens. Hallo. Normalerweise sollte er ja fahren.
Ja, ich musste hier wichtige Papierabnahmesachen machen. Das ist halt mit den Kindern so, weißt du? Da musst du dich immer kümmern, am Ende des Tages musst du dann doch selber machen. So, jetzt habe ich mir gerade noch ein Funkkabel abgerissen. Passiert. Wird aber jetzt repariert und dann ist alles voll schön. Aber ein bisschen stressig, ne? Ja, aber dann kommt der Kreislauf in Schwung, weißt du? Ich habe noch 15 Minuten. Dann geht's schon los. Ja. Hm. Wie viele Runden fährst du dann? Ist noch nicht ganz klar. Machen wir ein bisschen davon abhängig, wie die Strecke so ist und so weiter. Wie viel Verkehr, wie viel Dreck und. Und ich denke mal, nicht so viel. 4 Runden. Also ihr merkt schon, die Fahrzeit ist relativ begrenzt, weil ja, eine Runde dauert halt irgendwie 8 Minuten 25 oder sowas. Und da verlierst du natürlich unheimlich viel Zeit. Ne? Deswegen hat nicht jeder, wenn du mit 4 Mann bist und der Dylan, einer unserer Fahrer, der Dylan Pereira, der ist quasi auf dem Weg hierhin aus Magny-Cours. Und der wird gleich erst irgendwann hier aufschlagen. Und der muss ja auch mal fahren. Weißt fährt du? Er heute noch oder morgen erst? Naja, der wird heute auch irgendwie 1-2 Runden noch fahren, denke ich. Als letzter dann. Aber unsere Fahrer, die zeigen wir euch noch in Ruhe. So, jetzt gehen wir noch flott Pipi machen. Schon wieder. Dann hole ich mein Helmchen ab und dann hier los für eine Mark 50. Was ist mit dir? Nix? So we have to do a little radio check. But you do also a radio check. Everything is working. Okay, we will have a little bit of time. We are refueling, so. Okay, cool. Yeah. Perfect. If radio is not working, we are going for 2 flying laps. And how the Grand Prix, 2 flying laps, and that will be for the moment. If Pereira is not coming, okay, maybe then, so. Then we can share this part of the maybe you can jump in once again. So, also, kleinen Radio-Check machen wir jetzt und also wenn das Auto da ist und dann geht los. 2 Runden kann ich nur fahren, ein bisschen wenig, aber das ist halt so und dann gucken wir mal, ob ich eventuell am Ende der Session, also am Ende des Qualifyings nochmal fahren kann. Super, ganz schön viel Verkehr gehabt auf der A61. Ja, super. Ja, echt viel Verkehr und ich hatte Breitscheid doppelgelb. Weißt du, und dann zieht halt ja quasi das ganze Ding mit hoch. Ganz stark. Ich flippe immer noch aus hier mit dem Hans, ne? Immer auf der linken Seite hängt die Scheiße. Nee, ist nicht drin. Mann, oh. Naja, wenn der Schätzchen jetzt zum Lackierer geht, ja, hier das Schätzchen, und ein schönes Design von euch draufkommt, dann hoffentlich wird das auch gerichtet. Ich in meinen alten Fahren nicht mehr so aufregen muss. Fast 700 Kilometer. So, Mädels, da ist er. Dylan Pereira. Hey. Auch jetzt endlich da. Auch da. Ja. Nur noch kurz ein Rennen in Magny-Cours. Und konnte es dann einrichten. Ja, auf jeden Fall hat der Dylan eben die 700 Kilometer abgerissen in 5,5 Stunden. Jetzt ist er am Start. Papierabnahme hat er auch schon gemacht, sehe ich. Bändchen ist am Start. Umziehen und dann kann er gleich nochmal Gas geben. So, ich bringe jetzt meinen Helm wieder weg, damit er den Rest machen kann, funktechnisch. Funktioniert der Funk jetzt? Ja, top. Das funktioniert alles. Aber der kürzt mir jetzt noch dieses 800 Meter lange Kabel ein, damit ich dann auch endlich mal los bin. Das ist eigentlich normal, dass Rocky seinen Helm so gegrillt wird? Ja, Rocky mag es gern heiß. Nee, aber
Das ist quasi hier ein Helmtrockner. Rocky, wenn du das Video siehst, ne? Ich habe mir das erlaubt hier, seht ihr? Kommt schön warme Luft raus mit Ozon. Das ist dieses Knistern, damit das auch nicht stinkt. Ja, und dann hält halt so ein Helm auch ewig und drei Tage. Ne? Schön gemacht, guck mal hier. Im 3D-Phoenix hier drin. Sehr schön. Ja, ist geil, oder? Ja. Ja, praktisch so eine 360-Grad-Kamera. Ja, super. Die Kamera ist jetzt nichts mehr wert. Kann ich für nichts mehr verkaufen. Ja, du kannst halt eh nicht verkaufen für irgendwas, weil du hast das ja schon benutzt. Ist ja sowieso kaputt. Ja, dann kostet es mal mehr, wenn ich schon mal benutzt habe. Sammler. Die Österreicher, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich irgendwie, wahrscheinlich haben die da oben ein bisschen zu viel Sauerstoff in der Luft. Oder zu wenig. Den ganzen Tag, wirst nur gemacht. Ja, du bist ein ganz armer Kerl. Tja, ich zuck schon. Ja. Ich zuck schon, wenn du mich angreifst. Du bist ein armer. Lass das. Zu wenig ich will Liebe das nicht. Jetzt lügst du. Ich will das nicht. Okay, hast du viel Verkehr gehabt? Zweimal. Zweimal blöd, aber nicht viel. Okay. Aber ja, Gefühl wird immer besser, ich glaube, das geht. Ja, das kommt. Aber zum Schluss, in der dritten Zeitrunde, war der Reifen vorne schon wieder fast... Ja, ist krass, ne, wie der droppt. Vor allem auf der Döttinger Höhe kühlen die so krass aus, dass du auf der Grand Prix-Strecke wie auf Eis fährst. Boah, danke! Ist echt brutal. Ja. Wie ist Tiergarten? Hast du dir, bist du jetzt vollgefahren? Nee, ich habe noch so einen Angst. Guck mal da, der ja, schöne Winky. Guck mal. Oh, das ist ein schöner Mensch. Ich hab mal so fürs Gewissen einmal. Moment. Also jeder Koffer. Koffer geht. Ja? Koffer geht. Also. Bist du schon gefahren, Winky? Hm, mit meinem Roller vorhin. Vom Rentner hier hoch. Und war gut? Ja, war aber schlecht. Ja, ja, ja. Wie war beim Einlenken? Gut oder? Bisschen spitz. Bisschen spitz. Dann fass du mal Lenker. Oh! Was ist denn los? Ich bin noch gerade am Umziehen, Junge. Was ist denn dein scheiß Problem? Wenn das nicht wirklich weg, dann habt ihr wieder geholt. Nee, ach, entspann dich, Winky. Aber hier, der Kleine, weißt du, kommt heute Morgen nicht aus den Füßen, muss ich wieder seine Arbeit machen. Ja? Komm, schön. Dann steht er nur im Weg. Hab ich gerne so. Also wie auf der Strecke. Nee, ich wollte gerade sagen. Ja, hat der Winky auch gesagt. Ich? Hä? Das ist positiv, dass wir negativ sind, ja. Ja. Ja, so ist es. Wir sind alle negativ getestet, also alles schön. Ich glaube, der sicherste Platz im Moment ist tatsächlich die Rennstrecke, weil nicht nur alle negativ getestet sind, sondern auch gefühlt alle jede Woche dreimal getestet werden. Also deswegen machen wir uns verhältnismäßig wenig Sorgen. Ja, Dylan ist wie gesagt da, nach seinem 5,5-Stunden-Trip hierhin. Mal eben aus Magny-Cours. Timmy kenne er schon. Und der Vincent, der ist mal wieder lost. Der sitzt gerade noch im LKW, weil der auch noch auf dem Schwesterauto fährt, einen Stint im Rennen. Und die haben gerade noch eine Besprechung. Und ja, wenn er jetzt gleich da ist, machen wir unsere Besprechung. Ja, erster Tag war ganz gut. Dylan ist zwei Runden gefahren. Oder drei? Zwei, ne? Drei Runden. Drei Runden, ja. Ja, ja, muss auch reichen. Ich bin auch nur vier gefahren, also passt. Das hat sich vollkommen ausgezahlt. Ja, genau. Ja. Was man alles macht, um so ein bisschen Nordschleife fahren zu können. Ja, Timmy, du bist viel gefahren, du bist sechs Runden oder so heute gefahren, ne? Fünf. Fünf. Ah, nicht schlecht. Läuft. Ja. Ja, das war auf jeden Fall. Tag Nummer eins haben wir hinter uns gebracht. Morgen früh ist dann Qualifying Nummer zwei und Top 30 Qualifying. Also haben noch ein bisschen was zu tun. Wie gesagt, jetzt gleich Besprechung. Schönes Debriefing. Und ja, dann gibt es morgen relativ früh wieder los. Wir haben jetzt, ich habe gerade keine Uhr, irgendwie knapp 22 Uhr, glaube ich. Und oder 21 Uhr 30. 35, 37. Ja, dann noch Besprechung und so weiter. Dann ins Bettchen und morgen früh um 7:45 müssen wir wieder antraben. Kurze Nacht, anstrengender Tag, aber alles ist schön. Gute Nacht. In diesem Sinne, tschüss. Ciao. Good night.